Wir sind nicht nur von einer Ton- und Bildwelt umgeben, sondern von einer Duftwelt, von der wir nichts sehen. Hans Hatt, Riechforscher aus der Uni Bochum, an allem interessiert, was mit Düften zu tun hat. Die Tiere sind natürlich ständig mit der Nase am Boden und schnüffeln darum. Und ich glaube, wir denken immer, dass in unseren Höhlen, da wo die Nase ist, eben gar keine Gerüche mehr sind. Deswegen sind wir Menschen ja so fast ein bisschen hochnäsig geworden. Mit jedem Atemzug werden diese Duftmoleküle, die hier in der Luft sind, eingeatmet. Also es gibt keinen duftfreien Raum in dieser Erde. Riechen hat ja diesen direkten, unmittelbaren Zugang der Nase zu diesen alten Gehirnarealen, Gedächtnis, Emotionszentren. Das steuert uns auch, ohne dass wir das bemerken, ohne dass wir das wissen. Alles, was wir riechen, wird sofort emotional bewertet. Wenn ich also irgendwie bei meiner Großmutter Lavendel gerochen habe, und das war eine schöne Zeit, dann wird dieser Lavendelduft mich wieder zur Großmutter führen und wird mich auch wieder glücklich machen. In der obersten Etage unserer Nase sitzen die sogenannten Riechzellen. Jede Zelle hat so ihren eigenen Duft, den sie erkennen kann, und hat dafür Sensoren, Rezeptoren. Und wenn die von dem Duftmolekül getroffen werden, dann senden sie einen elektrischen Strompuls ins Gehirn und informieren das Gehirn, da war Vanille oder Moschus oder eine stinkende Buttersäure in der Luft. Es gibt Düfte, die sehr positiv abgespeichert sind. Wenn dann jemand kommt, der diesen Duft trägt, dann führt das schon dazu, dass ich den sympathischer finde. Das Gegenteil auch natürlich, dass ich mich unwohl fühle. Duft spielt im Kennenlernen, in der Partnerschaft eine wichtige Rolle. Wir wissen inzwischen, dass die Düfte auch tatsächlich über die Atmung in unsere Lunge und unseren Körper kommen. Wenn wir sie essen, natürlich über den Magen und Darm in unseren Körper und über die Haut aufgenommen werden. Und die können uns überall beeinflussen. Diese 350 Sensoren, die haben sich über den ganzen Körper verteilt. Sie können die Haut schneller wachsen lassen, dass Wunden besser heilen, die Haare länger leben lassen, dass wir mehr Haare am Kopf haben. Wir wissen auch, dass verschiedene Krankheiten solche Duftrezeptoren herstellen, also vor allem Krebszellen. Und die kann man dann über die Düfte dazu bringen, dass sie langsamer wachsen als sonst. Und deswegen ist das für die Zukunft ein unglaubliches Potenzial. Wir wissen, dass Embryonen in den letzten Schwangerschaftswochen schon mit der Mutter mitriechen können. Später lernen wir es leider nicht mehr. Es ist ja wahnsinnig schade, dass wir keine Duftstunden haben, sondern nur Musikstunden und Zeichenstunden. Ab dem 60. und 65. Lebensjahr wird das Riechen immer schlechter. Und bei den über 80-Jährigen sind fast ein Drittel der Leute, können fast gar nichts mehr riechen. Die sagen dann immer, ach, das Essen schmeckt alles nicht mehr so wie früher. Und man kocht nicht mehr so gut wie früher. In Wirklichkeit ist die Nase nicht mehr so gut wie früher. Wenn ich schon frühzeitig anfange, Riechtraining zu machen, dann kann ich diesen Riechverlust deutlich hinausschieben. Ein Parfümeur übt jeden Tag 1 bis 2 Stunden riechen. Der riecht auch nicht besser als wir mit der Nase, aber er übt eben. Wir können Düfte benutzen, um beim Menschen Entscheidungen zu beeinflussen. Also wenn man einem Bild auch einen Duft gibt oder einem Gegenstand einen Duft gibt, dann wird der viel länger abgespeichert im Gehirn. Also bis zu 10-mal länger kann ich mich daran erinnern. Der Duft wird uns schon dazu führen, dass wir eher ein bestimmtes Produkt dann kaufen. Und das ist ja sozusagen der neue Trend. Schönes optisches Design, die Farben haben gestimmt. Inzwischen versucht man auch noch die Düfte mit zu integrieren. Gerüche und Farben werden natürlich zusammen abgespeichert. Darum kann man auch manche Farben mit Geruch verbinden. Wenn dann ein Raum irgendwie eher rot gestrichen ist, dann würde ich natürlich diese Wärme und diese Eigenschaften, die ich damit abgespeichert habe, auch damit auslösen. Das hat zum Teil eben auch mit der Dufterfahrung zu tun. Die Mission, die mich wirklich treibt, ist, den Menschen bewusst und klar zu machen, dass wir keine Mini-Nasen sind, sondern wahre Supernasen und vielmehr mit offener Nase durch die Welt gehen müssten, dann würden wir die Welt völlig anders wahrnehmen.